Ich grüße Sie ganz herzlich zum heutigen Impuls. Heute Dienstag habe ich Ihnen wieder Bücher mitgebracht, die Sie sich auch gerne bei mir oder bei jemand, der sie mir geliehen hat, ausleihen können. Das erste Buch, wunderschön gestaltet, Street Art in Mannheim. Dieses Buch zusammengestellt, die Fotografien gemacht, hat Manfred Güler, der ja hier in Birkenau wohnt und schon sehr viel Kreatives hier gemacht hat. Wunderschöne Bilder von Street Art in Mannheim, wo man dann ganz in Ruhe drin blättern kann, sich die verschiedenen Bilder in Ruhe anschauen kann, teilweise auch die Texte, auch über die Autoren dort, diejenigen, die das gemacht haben, staunen kann, was es alles für ein Reichtum in Mannheim gibt, an den Häuserwänden, an den Unterführungen und eventuell auch Lust bekommt, das eine oder andere sich live anzuschauen. Eventuell, wenn Sie nett Manfred Güler fragen, wird er Ihnen vielleicht auch das eine oder andere zeigen können, welchen Reichtum Mannheim hat, gerade auch an diesen Street Art Kunstwerken. Davon können Sie sich mithilfe dieses Buches überzeugen. Ein zweites von Justin Garder. Es heißt genau richtig. Erzählt von Albert, der von seiner Hausärztin eine Diagnose bekommt, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Und jetzt mit der Frage ringt, was mache ich jetzt mit dieser Diagnose? Er entschließt sich dann, in eine Hütte, die seiner Frau und ihm gehören, sich zurückzuziehen und in das Hüttenbuch zu schreiben. Da schreibt er ein ganzes Stück sein Leben auf, aber auch immer wieder die Frage, was mache ich jetzt damit? Soll ich meinem Leben, bevor ich ganz furchtbar gequält werde, ein Ende machen? So diese ganzen Fragen um das Lebensende werden dort, wie ich finde, in unglaublich fantasievoller, einladender Art, sich mit diesen Gedanken zu beschäftigen, aufgeschrieben. Ja, vielleicht auch gerade das Ende. Nein, das Ende erzähle ich Ihnen nicht. Wenn Sie möchten, lesen Sie sich's einmal durch. Dann ein Buch, das mich in den letzten Tagen auch begleitet hat, von Anselm Grün, Der Engel der Einfachheit. Als wenn er es für unsere heutige Zeit geschrieben hätte, gibt es da ganz verschiedene Engel, zum Beispiel der Engel der Verlangsamung. Dort schreibt er dann, vor allem unser Alltag hat die Aufgaben so verdichtet, dass mir manchmal der Atem nicht mehr genug zu sein scheint. Hektik und Stress sind die Folgen eines immer schnelleren Tempos. Und dann beschreibt er, wie wir vielleicht diesem Engel der Verlangsamung nachgehen können. Diese Engel haben mich gerade in den letzten Tagen immer wieder beschäftigt und mir sehr viel neue Einsichten gegeben. Und noch ein viertes Buch von Michael Schmidt-Salomon, ein eher philosophisches Buch. Entspannt euch, eine Philosophie der Gelassenheit. Hat mich auch die letzten Tage, manchmal auch Abende oder Nächte, begleitet. Ich empfand das als etwas sehr Bereicherndes, wenn auch manches in dem Buch steht, wo ich sagen würde, nee, das ist nicht so meins. Aber vielleicht ist es gut, nicht immer das nur zu lesen, was die eigene Sichtweise sowieso unterstützt. Spannend fand ich das letzte Kapitel, Brennende Geduld. Ich lese mal ein bisschen. Nur mit brennender Geduld werden wir die strahlende Stadt erobern, die allen Menschen Licht, Gerechtigkeit und Würde schenken wird, sagt der chilenische Dichter Pablo Neruda, als er 1971 den Nobelpreis für Literatur entgegennahm. Wir müssen genug Geduld aufbringen, um Rückschläge verkraften zu können. Andererseits dürfen wir nicht zu duldsam sein, dass alles beim Alten bleibt. Wenn du vom Leben zu viel, zu schnell erwartest, wirst du sehr bald ausgebrannt sein und voreilig resignieren. Wenn sich die Dinge nicht so entwickeln, wie du es dir erhofft hast.
Fährst du hingegen auf Sparflamme, so wirst du nichts verändern, sondern auch das noch hinnehmen, was du gar nicht hinnehmen müsstest. Um dein Leben zu meistern, brauchst du daher eine besondere Art von Geduld, die nicht träge, kraftlos, mutlos daherkommt, sondern drängend, fordernd, zielgerichtet eben brennend. Brennende Geduld verlangt Geschichtsbewusstsein. Bist du im Hier und Jetzt gefangen, wirst du nicht wertschätzen können, was dir heute im Vergleich zu früheren Menschen an Gutem widerfährt, sondern dich mit kindlicher Naivität darüber empören, dass nicht alles perfekt läuft. Erweiterst du deinen Zeithorizont, wirst du verstehen, dass es unter den gegebenen Bedingungen gar nicht perfekt laufen kann, denn der Welt ergeht es nicht anders als dir selbst. Sie kann nicht besser sein, als sie ist. Sie wird auch niemals perfekt sein, aber sie kann sich mit der Zeit durchaus zum Besseren hin entwickeln. Wenn du die großen Entwicklungslinien verfolgst, die von der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft laufen, wirst du, sofern du etwas genauer hinschaust, eine hoffnungsvolle Wahrheit entdecken, nämlich, dass sich zwar nicht alles, aber doch vieles mit der Zeit zum Besseren wenden kann, wie es der Zukunftsforscher Robert Jung einmal formuliert hat. Schöne Sätze. Auch dieses Buch von Michael Schmidt-Salomon entspannt euch, leih ich Ihnen gerne aus. So wünsche ich Ihnen von Herzen Gottes Segen, bleiben Sie gesund.